Herr Präsident, das Gesundheitswesen soll verstaatlicht werden. Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was die wichtigsten Eckpunkte sind im Vorschlag des Ministeriums? Die wichtigsten Eckpunkte sind die, dass aus einem gut funktionierenden Gesundheitssystem, das ja gerade in den letzten Wochen an die erste Stelle europaweit gesetzt wurde, ein verstaatliches Gesundheitssystem werden soll. Und zwar heißt das, dass es nicht wie bisher den Spitalsbereich, der ja vorwiegend vom Staat und von den Sozialversicherungen bezahlt wird, und den niedergelassenen Bereich gibt, sondern dass der niedergelassene Bereich praktisch durch diese Einführung der allgemeinen Versorgungszentren verstaatlicht wird. Welche Auswirkungen hätte das auf die Patienten? Die Auswirkungen für die Patienten, insbesondere bei uns im Land, wären die, dass es ein Aussterben der niedergelassenen, zunächst der Fachärzte und wahrscheinlich dann auch der niedergelassenen Allgemeinmediziner geben würde, weil es ja dann nur noch in gewissen Zentren Versorgungen, ambulante staatliche Versorgungen geben würde. Also aus Ihrer Sicht muss man am derzeitigen Gesundheitswesen nichts ändern. Das habe ich nicht gesagt. Man kann immer zum Guten verbessern und ändern, und auch hier sind wir ja seit Jahren gemeinsam mit Land und Gebietskrankenkasse in Vorarlberg daran, und eben auch dieses gute Klima sollte durch solch ein Gesetz nicht zerstört werden. Gegen die neuen Pläne hat die Ärztekammer massiven Widerstand angekündigt. Auch das Wort Streik steht im Raum. Wie soll das konkret aussehen? Also es ist vorgesehen, falls dieses Gesetz kommt, dass am 8. November die Ordinationen im Bereich des niedergelassenen Bereiches geschlossen sind, und auch die angestellten Ärzte haben sich solidarisiert und werden an diesem Tag nur einen Notdienst in den Spitälern aufrechterhalten. Ist es definitiv, dass gestreikt wird? Das ist keinesfalls definitiv, sondern das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen müssten, wenn es zur Gesetzwerdung, wenn man so sagen will, kommen würde.